Willkommen zurück zu Assassin's Creed 4 Freedom Cry. Letzten Part haben wir hier schon einige Befreiungsarbeiten geleistet, aber die Aufseher sind halt immer noch in guter Zahl unterwegs. Das ist cool. Das habe ich so ein bisschen vermisst im Original. Also im richtigen Spiel. Das sind Kletterparts wie aus Assassin's Creed Revelations. Na, warte, jetzt hab ich euch. Jetzt dürfen wir auf diesem kleinen Schiff da kämpfen oder was? Nee, das macht er von allein. Slow Motion. Und zu 100% geschafft. Gut, hätten wir noch im letzten Part bringen können. Augustin und Dieufort? Blondie sans fait. Bondier fait sans dit. Der Gouverneur hat zwei Gesichter. Bastien hilft, wo sie kann, doch der Weg zur Unabhängigkeit der Maroon ist weit. Und nun noch weiter. Ein Krieger wie du wäre sehr nützlich für unsere Sache. Bei allem Respekt. Ich diene einer anderen Bruderschaft und gab ihnen mein Wort, so schnell es geht, zurückzukehren. Jedoch nur die Aiwa wissen, wann das sein wird. Bis dahin teile ich die Unterkunft und Waffen mit dir. Vielleicht gehen wir ein Stück des Weges gemeinsam. Was brauchst du? Rekruten! Befreite Sklaven! Wer Krieger ist, kämpft mit mir! Der Rest... Bilde die Gemeinschaft, für die wir kämpfen. Petit à petit, was so für so nie. Ich denke, ich kann euch helfen, eine Zeit lang. Ich sorge dafür, dass du belohnt wirst für das, was du geben kannst. Fang bald an. Es gibt viel zu tun. Okay. Widerstand. Wenn sie Sklaven befreien, gewinnen sie das Vertrauen anderer befreiter Menschen. Okay, cool. Tolle Sache. Ja, das haben wir schon mitgekriegt. Ja, toll. Hat sich nicht großartig viel geändert. Rekrutierte Maroons 5. Ja, super. So. Dann geht's jetzt ans Munition kaufen. Das ist auch nicht so teuer. Meinen Dank. Kommt bald wieder. Ab nach Port-au-Prince. Ich weiß immer noch nicht, wo das liegt. Muss ich mich mal informieren. Ich meine aber, es müssten die französischen Überseegebiete sein. Die es immer noch gibt. Vielleicht Neukaledonien. Wobei, ich bin mir da nicht so sicher. Donnerbüchs ist eine Schusswaffe mit mehr. Okay, ja, das kann ich mir vorstellen, was es ist. Wenn man das nicht hat im Original. Oh yeah. Port-au-Prince, da haben wir schon fast alle Aussichtspunkte. Mission gesperrt. Achso, wir müssen Maroons rekrutieren. Oh Gott.
Aber wir haben ja wenigstens noch Kisten. Aber das ist natürlich auch cool, dass man jetzt praktisch sagt, ja, erstmal hier Maroons rekrutieren. Doch wo rekrutieren wir Maroons? Vielleicht gibt es hier auf der Karte die Möglichkeit. Gut, wir müssen eh dahin laufen. Da gibt es sicherlich genügend Maroons. Genug Kastanien. Aber bisher sehe ich hier keine Maroons. Wo seid ihr Maroons denn? Okay, Doppelattentat eher nicht. Bitte, halt du auf Gnade! So, wir haben einen Maroon befreit. Wird trotzdem noch getroffen. Du, halt! Komm sofort zurück! Bitte! Du. Die Gefahr durch Piraten hat während der vergangenen Tage abgenommen. Sehr gut. Dank unserer unermüdlichen Marine. Wenn ihr Marineangehörige in der Stadt trefft, dann spendiert ihnen ein Gläschen, um auf ihre letzten Erfolge einzustoßen. Okay, da hinten haben wir eine Gerichts- einen Prozess oder sowas in der Art. Du, Sander, dich und dein Master. Diese Biester sind von hoher Qualität. Wir verkaufen nur die Besten. Habe ich euch je schlechte Ware verkauft? Nein! Okay, was war das gerade eigentlich? Keine Ahnung. Gott hat euch geschickt, oder? Ich werde nie wieder an ihm zweifeln. Hilf du nun auch deinen Brüdern und Schwestern. Gut. Gott weiß von der guten Tat, die ihr vollbracht habt. Niemand verdient so etwas. So, wir brauchen nur noch 10 Maroons. Das dürfte doch ein leichtes sein. So schnell, wie wir die aufspüren. Hier sieht es nicht nach Maroons aus. Stattdessen hauen wir sie alle kurz und klein. Ah, darauf hatte ich hatte jetzt keine Chance gehabt. Oh Mann. Toll! Ich habe ja auch so eine tolle Chance. Oh Mann. Jetzt müssen wir vorsichtig sein. So, was gibt's schon denn noch hier? Gibt's noch ein Gefängnis? Miss
zwei Maroons. Ich liebe es, das auszusprechen, Maroon. Kastanie 5. Ich glaube, ich kann nicht gehen. Warum? Und alles schön mit einem Knopfdruck geregelt. Sie haben mich verletzt. So. Ihr habt mein Leben gerettet. Keine Ursache. Jut, jut. Aber gleich muss ich leider den Part beenden. Ah, das wird knapp. Das wird sehr knapp. Bitte beachtet, dass alle Sklavenauktionen in Port-au-Prince bis auf weiteres ausgesetzt wurden. Irgendjemand. Gott, vergib mir. Kein Problem. Das tut weh. Wenn die Zeit kommt, werdet ihr dafür belohnt. Du hättest das Gleiche getan. Wie er immer einen guten Kommentar hat. So, jetzt haben wir dann doch schon ziemlich viele Maroons zusammen, aber das reicht noch nicht. Aber zum Glück können wir uns immer mit der Karte herum navigieren. Wenn wir uns gegenseitig helfen, können wir es beenden. Die haben meine Beine verletzt. Die kommen nicht hoch. Jetzt, das soll ich sie da raustragen, oder was? Wenn mich nicht finde. Wobei der sichere Platz ist woanders. Gott, hilf uns. Ich kann euch nicht genug danken. Vielen Dank. Nee. Sont tous à Danke. Du wisst, es gibt noch mehr Arbeit. Bestimme selbst über dein Leben. Was ist da draußen los? So. Und zu guter Letzt in diesem Part suchen wir uns nochmal sowas aus. Da müsste es aber mehr als reichen. Wobei ich glaube, das reicht hier schon. Eine Sekunde. Une Sekunde. Meine Beine! Ich glaube, ich kann nicht gehen. So. Gott,
Das musste einfach sein, sorry. So. Ihr habt mich gerettet. Danke. Erfülle deine Ahnen mit Stolz. Dann würde ich mal sagen, Leute, im nächsten Part geht's weiter mit der nächsten Hauptmission. Bis zum nächsten Mal, ciao. Haltet ihr und Stefan denkt daran, Freundschaft ist Magie.